Was sagt ihr? Nächste Folge, geht's schon weiter? Nee, nicht ganz, aber guckt selbst. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einem kleinen Update-Video zu Satisfactory. Ich werde mich jetzt noch einmal weiter zu Wort melden, nachdem ich ja meinte, ich halte euch ein bisschen auf dem Laufenden und werde euch jetzt erstmal zeigen, was denn eigentlich alles weg war. Eigentlich war alles bis hier weg. Also alles, was hier hinterkam, war kaputt und nicht mehr da und das war ganz schön ätzend und ich habe mich jetzt erstmal rangemacht, das Ganze wieder ans Laufen zu bringen, aber das lief leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, denn mein Rezept für die alternativen Schrauben ist leider auch weg und ich wollte nicht nach neuen Laufwerken suchen, wenn ihr nicht dabei seid und deswegen habe ich hier erstmal behelfsmäßig ordentlich Schrauben ans Laufen gebracht, sodass hier hinten unsere Manufaktoren zumindest wieder laufen. Die laufen jetzt auch alle auf so ziemlich 100% Effizienz, was ich euch gerne zeigen würde, aber mir ist gerade der Strom abgeschmiert. Der Weltraumlift ist natürlich schon wieder da. Ich habe hier hinten ein nervendes Handy. Scheiße. Aber egal. Ich mache das mal eben auf lautlos, ne? So. Gleich viel besser. Kann schon mal nichts mehr passieren. Unsere ganze Kupferproduktion wieder ans Laufen gebracht. Das ging auch alles relativ schnell. Und ich habe, das seht ihr da hinten schon mal in der Ferne, provisorisch für Strom gesorgt. Das Ganze habe ich dann auch tatsächlich nochmal ein bisschen anders gebaut. Es hat sich nicht wesentlich was verändert. Hier ist auch weiterhin so eine erweiterte Stangenproduktion, die ich brauchte, um die Schrauben auf den Mann zu bringen. Das hier ist mein viel zu kleiner Durchgang, der aber witzigerweise funktioniert. Der war ein bisschen flach, aber egal. Und hier haben wir tatsächlich wieder die Stahlproduktion ans Laufen gebracht, auch wenn sie ein bisschen anders hochgezogen ist. Also das Gebäude an sich ist das gleiche, ne, nur dass ich jetzt hier gleich so einen großen Container angeschlossen habe. Und ich habe das Eisen tatsächlich von woanders geholt. Ihr seht, das ist hier ein bisschen anders. Ne, das kam vorher von hier und wurde hier rüber geleitet. Jetzt habe ich hier hinten nochmal zwei Eisenminen gehabt, die ich auf dem Weg irgendwie kurz gesehen hatte. Und schippe das Eisen dann von hier an. Und das, was ich noch an Überschuss habe, geht weiter in diese Anfangsfabrikgebäude, die aber noch nicht weiter ausgebaut sind. Als ich schon dabei war, den ganzen Kram hier hochzuziehen, habe ich hier gleich ein vernünftiges Treppenhaus mit dran gebaut. Ne, weil ich hier ständig Probleme hatte, wieder nach oben zu kommen. Und ja, ich habe hier gleich alles mit rangesetzt. Die Miner sind wieder da, die waren alle noch Level 1, die sind jetzt auch schon Level 2. Ne, hier habe ich auch gleich nochmal so ein schickes kleines Glashäuschen hingesetzt. Scheiben habe ich schon wieder freigeschalten, wie ihr seht. Ne, ich habe tatsächlich mitten in der Villa Pampa da hinten, ich muss gerade mal gucken. Sieht alles ein bisschen cleaner aus, ne? Dadurch, dass hier die Förderbänder nicht mehr langlaufen wie vorher. Irgendwo da waren noch zwei Erzquellen, die habe ich da einfach an den Dings angeschlossen, an den Schredder und generiere damit jetzt eigentlich dauerhaft diese Coupons erstmal. Ne, weil ich einfach gleich zu Anfang irgendwie wieder ein bisschen was generieren wollte. Dann, die sind noch auf Level 1 tatsächlich. Sind sie? Ja, sind sie. Und ja, der Tunnel fehlt noch komplett. Den werde ich tatsächlich auch ein bisschen anders aufziehen. Also ich werde hier unten weiter den Servicegang machen, wie gehabt. Aber ich glaube, ich werde das als Zulauf zum Lagerkomplex nehmen, den ich mir da hinten aufziehen werde. Einfach weil ich festgestellt habe, ich denke und plane viel zu klein. Also muss alles ein bisschen größer werden und das erreiche ich dann einfach, indem ich da einen Lagerkomplex mache und rundherum ziehen wir dann alles einfach hoch. Hier sind immer noch, ich glaube, Stufe 1 Miner tatsächlich am Werk. Die, oh ne, 60 spuckt er aus. Ne, Mark 1. Die aktuell tatsächlich nirgends irgendwie hinliefern. Ne, also das wird noch gar nicht abgenommen. Das geht hier nachher wieder in den Servicetunnel rein und dann ist gut.
Und dann haben wir hier hinten schon wieder die Kohlekraft, die gerade nicht läuft, wie ihr hört. Warum dem auch immer so ist. Ich glaube, ich hatte irgendwie eine Energiespitze drin und dann wollte das nicht so, wie ich wollte. Hier habe ich auch das Sprungpad weggenommen. Hier habe ich einfach einen Weg nach oben und dann ist gut. Ne, man könnte jetzt sagen, ich lasse die Kraftwerke hier stehen, aber ich will die ums Verrecken wieder da hinten haben. Verdammt, noch eins. So, jetzt gucken wir gleich mal, wenn wir schon mal dabei sind, warum hier jetzt gerade keine... nichts läuft. Keine Energie, ja, das sehe ich. Bist du... ja, der ist auch gar nicht angeschlossen, das ist ja super. Ist ja schön, dass ich hier ein Kraftwerk habe, das nicht läuft. Gucken wir mal. Und Strom läuft wieder, sehr schön. Hätten wir das ja auch geklärt. Ist hier noch einer ohne Stromanschluss? Ne. Ich bin ohnehin gespannt. Die hängen an einer Pumpe, die beiden. Und die dürften ja jetzt fast auf Volllast eigentlich laufen und haben ordentlich Wasser. Hm. Also die hängen wirklich beide nur an der einen. Und die liefert wie viel? Läuft mit 75%. 120 pro Minute. Hm. Läuft ja ganz gut. Na egal. Ich meine, ach egal. Scheißegal, sie laufen und gut ist. Ne? Ich will jetzt hier gar nicht wieder zu tief in die Materie reingehen. Ich werde nachher gleich noch ein bisschen weiter bauen. Ne? Gucken, dass ich das alles wieder auf den Stand kriege. Ich würde mich jetzt erstmal daran machen, dass ich das Wasser da hinten rüberschaufel. Das werde ich auch alles ein bisschen sauberer und ordentlicher bauen als bei den letzten Malen. Ne, einfach um hier ein bisschen mehr Ordnung reinzukriegen und ja. Dann wird das alles schon. Wird schon schicki. Ne, es ist, wie gesagt, ein kleiner Zwischenstand. Ich denke, bis nächste Woche Dienstag, beziehungsweise nächste Woche Dienstag, wird es die erste neue Folge geben, wenn alles gut läuft. Ne, bis dahin würde ich schon mal teasern. Am Donnerstag kommt die erste Folge Stranded Deep mit dem No-Budget-Nerd und mir. Couch-Koop könnte man fast sagen. Und ist ein kleines Survival-Spiel ohne große Gewaltkomponenten oder sowas. Wir sind gestrandet auf einer Insel und müssen da überleben. Hauptsächlich geht es darum, Nahrung zu finden, Feuer zu machen, Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. Ist echt interessant, kann auch ganz cool werden. Hat auch eine kleine Aufbaukomponente. Und wenn ihr damit einschalten würdet, würde ich mich irre freuen. Bis dahin werde ich mich hier aber weiter ans Werk machen. Und ja, wünsche euch erstmal noch viel Spaß die Woche. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson. Und bleibt gesund. Nicht vergessen. Ne? Bis dann.